Hallo Boys and Girls, es ist wieder Hexenzeit. Willkommen zurück bei Bayonetta 2. Es geht weiter mit mir und unserer Lieblingshexe. Und hier geht jetzt die Post ab. Denke ich. Ich hatte sie nämlich hier das letzte Mal angehalten. If you're looking for the kid, he went that way. Mit wem haben wir denn die Ehre? Valiant. Okay, let's go. Show me what you got. Das hat gesessen. Ich finde es irgendwie ein bisschen doof, dass sie sich dann in Panther verwandelt, wenn man ausweicht. Kann ich das irgendwie unterbinden? Ich bin nämlich gleich tot. Jo. Dass sie sich dann halt, während ich ausweiche, in einen Panda verwandelt, finde ich halt relativ scheiße. Muss gucken, ob ich das irgendwie einstellen kann, weil das macht die ganzen Kämpfe dadurch wesentlich komplizierter und anstrengender. Ich check mal gerade, ob ich die Steuerung da ändern kann. Bis gleich. Okay, aus Gründen geht das nicht. Ich kann nur die Tastenbelegung der oberen Buttons ändern, aber ja. Das unterbinden kann ich nicht. Er kann mich grabben. Schnauze. Ich finde diese Verwandlung in den Panther ja jetzt nicht unbedingt schlimm, aber es ist trotzdem irgendwo ein bisschen anstrengend. Aua. Okay, aber es hat funktioniert. Weil das liegt halt daran, dass wenn ich nach vorne drücke und drücke halt zweimal auf die Ausweichtaste, dann verwandelt sie sich halt in diesen Panther. Und das passiert halt auch im Kampf. Und das ist halt so relativ ungünstig. Weil ich will ja nur ausweichen, ich will mich ja nicht verwandeln. Hier müssen wir wieder was sammeln, wie es aussieht. Gucken wir mal, wo das Zeug ist. Da drüben sehe ich auch irgendwas. Okay, da können wir nochmal rein. Das können wir gleich machen.
Wahrscheinlich war das das, was ich gesehen habe aus der Entfernung. Nee, da hinten ist noch eine Krähe. Wie kann ich die denn anvisieren? Geht das irgendwie? Das funktioniert leider nicht. Kassiere keinen Treffer. Besiege die Gegner ohne einen einzigen Treffer. Okay. Scheiße. Ja, okay, ohne getroffen zu werden, das ist halt echt nicht so einfach. Versuchen wir das nochmal. Wir gehen den ganzen 3 Tries. Sollte das nicht klappen, werde ich es offscreen machen. Aber ich will es definitiv probieren. Weil ich denke, ich schaffe das. Ja, schafft. Oh, ist das ein Herz? Damit hätten wir schon 2 von 4, glaube ich. Ist ja klar, dass es rein Platin gibt, weil wenn du nicht getroffen wirst, bekommst du Platin. Das war ja die Challenge. Okay. Ah, ich hab's. Umbra-Krähe gefangen. 1 von 20. Komm her, Gegner. No, ich hätte rein Platin kriegen können, aber ich wurde einmal getroffen. Nein, jetzt bekomme ich nur Gold. Ja, doch rein Platin. Der Schaden war anscheinend zu gering. Okay. Was ist denn da vorne? Ach, der ist das. Der steckt ja fest. They're after you too, then. Have you been naughty? Keeping secrets from Mummy? Nope. Nothing comes to mind, love. Sorry. But since this is your bloody mess, do you mind hurrying the fuck up and getting rid of this thing? Now, that's no way to talk to a lady. No wonder your guardian angels are trying to give you a good spanking. Whatever, love. You've already been following me, so let's make a deal. You save me, I'll show you around this joint. Heading to Fimbulventa, aren't we? That makes two of us. And it'll take two of us, won't it, love? You seem to have skipped school the day they taught basic negotiation skills. You're supposed to negotiate from a position of strength, little one. Not just be a one-trick pony. That works too, I suppose.
I don't have time to give a shit about who you are or why you're going to the mountain. Take me there and make it quick. You stay with me, and I promise you'll end up in one piece. Got it? Wait! Stop! Before I show you the way, love, you gotta agree to a little condition. Do we need to go over my lesson again? First, learn to talk to a lady. We don't react very well to being insulted, little one. Well then, I don't react to being called little one. The name's Loki. And what should I call you, love? I mean, ma'am. Do I look like a ma'am to you? Bayonetta or Cereza, take your pick. Cereza! You don't look like a Cereza to me. Well then, Bayonetta it is. Let's move, little one. Hey! I just told you my name is... You'll earn your name when you become a man. Okay, jetzt haben wir ihn im Schlepptau. Try to keep up. Aber ich wollte mich noch gerne hier umsehen, weil da oben waren noch zwei Truhen, aber ich glaube, ich komme nicht mehr hoch, oder? Andererseits... Hier vielleicht? Ah, das geht. Grüne Mega-Kräuterlutscher. Die heile Extrakte dieser Mega-Lutscher stellen eine große Menge Lebenskraft wieder her. Okay. Was ist damit überhaupt? Mit dieser Glocke? Ist dafür Ringe? Ah, ich glaube, es gibt mehr Ringe, wenn ich den Gegner zerstöre. Kann das sein? Mal gleich mal rausfinden. So, hier war noch irgendwo eine. Gerade gesehen. Augenwinkel, oder? Ist das ein Trick? Da hinten. Kann da nicht durch? Das ist ja lachhaft. Oh, wir haben eine volle Mondperle. Fantastisch. Beide Teile fügen sich zu einer Mondperle zusammen. Zack. Ein Magiepunkt mehr. Okay. Weiter geht's. Ein Ort der Läuterung. Ein Erinnerungsfragment, das dem Autor scheinbar unbemerkt abhanden kam. Die atemberaubende Basilika im Zentrum Nuatuns ist mit Würde gealtert. Ganz so, als wäre sie vom Verlauf der Zeit verschont geblieben. Auch ihr emotionaler Wert hat keineswegs abgenommen. Die Bewohner der Stadt besuchen die Basilika täglich zum Gebet. Auch Hochzeiten und Trauerfeiern werden dort regelmäßig abgehalten. Gerüchte besagen jedoch, dass sie einst einem völlig anderen Zweck diente. Von Gott Auserwählte besuchten die Basilika auf ihrer Pilgerfahrt zum heiligen Berg Fimbulwinter, um sich den Gewässern dieses geweihten Ortes zu reinigen. Der Pfad zum Gipfel ist lang verloren, doch das Weihwasser läutert noch immer alle unreinen Seelen, die in ihm baden. Und nachdem ein perfektes Paar Schuhe im Wasser ruiniert habe, kann ich mit Gewissheit sagen, dass zumindest meine Füße bis an mein Lebensende ausreichend geläutert sind. Okay. Where are you going? Stop sitting around. Es sieht aus wie das Abbild eines Umbra-Schreins aus Gore Vorzeit. Ah, okay, jetzt, genau, hier müssen wir wieder Teile sammeln. Perfekt. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Müssen wir einen Walljump machen. Eins fehlt noch. Wo ist es? Ist nicht. Ach, da vorne. Jawohl. Ja, stress mal nicht. Eher als, ne?
Oh, wir haben ein Hexenherz zusammen. Fantastisch. Mehr Lebensenergie. Zack. Und unsere Lebensanzeige ist auch somit voll. Hexenrezepte. Ein Pergament mit Rezepten für Umbra-Brau-Erzeugnisse. Es scheint sich um ein originalgetreues Duplikat zu handeln. Dank der Zutaten, die du im Spiel gesammelt hast, kannst du Items brauen. Wähle im Inventarreiter des Inventars Hexenrezepte und dann das Item, das du brauen möchtest. Die benötigten Zutaten landen automatisch in deinem Hexenkessel. Dreh den linken Stick so lange, bis alle Zutaten miteinander vermischt sind. Fertig. Ja, das kennen wir noch aus dem Vorgänger. Eintrag Nummer 1. Na, falsch. So. Gucken wir mal. Das müsste hier sein. Ja. Midas Testament. Mal gucken, was das macht. Neglaculat wird von König Midas als würdig erachtet, von ihm mit Wohlstand gesegnet zu werden, bis ihr Klang endgültig verhallt. Okay. Hexenrezepte. Ich würde gerne auf die andere Seite wechseln. Geht das? Hexenrezepte. Weil die sind ja nur Infos zum Spiel. Und Gegnern und so weiter und so fort, aber... Das ist hier. Nee. Aber ich muss doch irgendwas brauen können. Ich check's grad nicht. Und blättern. Ja, hier ist es nämlich nicht. Ah, na gut. Guck ich aufs Screen einfach. Oder ich gucke jetzt gerade mal schnell nach. Moment. Also aus Gründen kann ich mir nichts herstellen. Keine Ahnung, vielleicht ist es so, dass ich erst die Rezepte für die jeweiligen Sachen brauche. Okay, let's go. Ach, komm schon, Alter. Was? Ey, ich weich doch aus, was zum Teufel ist los mit diesem Spiel? Das frisst die ganze Zeit meine Inputs. Von dieser Verwandlung liegt, I don't fucking know. Bin ich tot? So, der nächste. Urbane. Oder Urbane. Ich mach heilen, sonst tötet er mich. Is that what you got?
Oh, da schauen wir hin. Ah, der Kampf war nicht so geil. Ach, die Waffe! Okay, die nehme ich mal mit. Sehr cool. Hier ist noch was. Gelber Mondlutscher. Dieser Lutscher erzeugt für kurze Zeit eine magische Barriere, die einen undurchdringlichen Schild bildet. Finde ich sehr gut. Okay, ich glaube, sonst ist nichts mehr hier. Okay, dann weiter. Hier können wir nochmal in Gates of Hell. Wir haben... Die Ringe haben wir. Können wir das irgendwie können wir das irgendwo einsehen? Irgendwie nicht, ne? Wie man schlägt. 18.000. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir davon irgendwas kaufen kann. Gucken wir einfach mal kurz nach. Diplomacy has failed. Thank goodness capitalism still has its place in hell. Let's do business. Hey, was haben wir denn hier? Hier ist was Neues. Umbra Eleganz. Ach, die Waffen waren das. Superspiegel 2. Der magische Handspiegel kann Roger-Kugeln lagern, mit denen du dein Erscheinungsbild ändern kannst. Wird zurzeit im Set mit einer Roger-Kugel verkauft, die dir ein elegantes asiatisches Kleid überstreift. Das der Umbra-Geker. Ist das was rein optisches? Ist das irgendwie so eine Art, ja, so ein Dress? Ah ja, okay, da steht's auch. Pilotenuniform. Gibt also mehrere Outfits für Bayonetta, die man hier kaufen kann. Aber was die kosten, Alter? Was ist da denn los? Wenn wir so eine Technik kaufen, das wär's natürlich. Hier 15k, Hexendrehung. Wie sie wie ein Wirbelwind um dich. Rollt bei ausgerüsteter Waffe einen 360-Grad Kugelhagel ab. Auch im Sprung einsetzbar. ZR und dann X. I Heal Tornado. Wie sie wie ein Wirbelwind um dich. Feuert eine ausgerüstete Waffe. Achso, okay. Das gleiche. Breakdance. Ah, Breakdance kenne ich noch aus dem Vorgänger. Da gab es das auch. Bei diesem Rundumschlag wirbelst du im Spagat umher, auch im Sprung einsetzbar. Halte ZR gedrückt. Du kannst dich bei diesem Angriff bewegen. Boah, ich weiß ja nicht. Nee, ich spare mir, glaube ich, das noch auf. Ich warte, bis ich mehr Ringe habe, dann kaufe ich mir endlich mal diese neuen Waffen. Ich glaube, 30.000 haben die gekostet. 30 oder 36.000 waren es, irgendwas um den Dreh, glaube ich. Die Waffen werden ja nicht verbraucht, die ich auf dem Rücken trage, außer ich nutze sie im Kampf. Weil aktuell sind ja keine Gegner, die ich bekämpfe. Auf dem Bildschirm. Okay, irgendwas zu deppern, wo ich Ringe kriege. Nein. Vielleicht irgendwas im Wasser. Man weiß ja nie, ne? Oh, guten Tag. Ja, klar.
Ah ja, guck mal, das gibt sogar ein Hexenherz. Voll gut. Er hat mich noch einmal getroffen. Hier ist was. Ja, nochmal die Gegend absuchen lohnt sich. Dinge. Fantastisch. Okay. Hier geht's lang. Try to keep up. Schneller als du, wenn es sein muss. Das ist wieder dieser Drache. Oh ja, hier ist es. Sure, just because you asked, tall, dark and ugly, that makes total sense. Okay, Bossfight. Na verdammt. Bin ich. Will mich nicht mehr. Ach, natürlich. Ah, verdammt. Bastard. Oh, das hat Spaß gemacht. Das war ein geiler Bossfight. Der war cool. Business about. Not a clue, love. Oi! Well, whatever. If your sovereignness is going to get in my way, our deal is over. And if we're going to have to meet any more of your friends, you'd better learn to take care of yourself. I'm quite all right on my own. Got it? Your tricks aren't going to work forever, little one. More tricks, little magician. Maybe you've got more to offer than I expected. For the time being, though, stay here and don't get frisky. There. That is the one, is it not? Yes. I will never forget that face. Yes! Zum Ende der Folge haben wir auch noch das Kapitel abgeschlossen. Okay, anscheinend habe ich irgendwie zwei Kämpfe nicht gefunden. Beziehungsweise es fehlt halt noch ein bisschen was. Aber ich habe relativ viel Platin gekriegt. Also, Silbertrophäe, damit bin ich äußerst zufrieden.
für mich, der jetzt Bayonetta 2 auch zum ersten Mal spielt. Ja, doch. Wir gucken uns dann nochmal gleich den Auswahlbildschirm an, wo wir dann das nächste Kapitel anwählen können und da werden wir die Folge beenden. Die Stärksten der Umbra. Ein geheimer Pfad von der Kapitelauswahl direkt in Rodens Tor zur Hölle führt, hat sich aufgetan. Er wird dir bei deinem Abenteuer sicherlich äußerst nützlich sein. Das Gedächtnis der Zeit. Okay, liebe Freunde, das war's jetzt mal von dieser Episode von Bayonetta 2. Das nächste Mal geht es weiter mit Kapitel 2, das Gedächtnis der Zeit. Dann hoffe ich, sehen wir uns wieder, wenn wir dann mit Bayonetta uns wieder in Kampf gegen die Engel stürzen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Bayonetta 2. Tschüss!